Und herzlich willkommen zum, ja, zum LSPDFR, ja, in der, im dritten Tag. Ich nehme hier gerade mit meinem zweiten Aufnahmeprogramm auf. Ich hoffe, dass jetzt die Qualität ein bisschen besser ist, weil, ja, ne, warum auch nicht. Ja, wir fahren mal los. Wir wollen ja nicht, dass unsere Straftäter warten. So, da fährt einer ohne Licht. Den können wir ja mal direkt anhalten. So, bin. So. Übrigens nehme ich hier gerade nicht, also ich nehme hier gerade nicht im Vollbild auf. Ja. Kann ich jetzt aufsteigen? Ja, kann ich, okay. So, dann werden wir den nochmal befragen. Hallöchen. Können Sie mir bitte Ihre Keys geben, beziehungsweise Ihr Autoschlüssel? Danke. So, ich hätte dann gerne mal Ihre ID gesehen. So, Chat Martin. Action. Suspect. Chat Martin. So, mal kurz durchgeben. So, Lizenz ist okay. Gut, dann geben, dann gucken wir den mal deren Dings an. Target license plate 49 Nora Henry Tom 085 no 1099. Okay. Okay, also ist alles okay. Sie haben ein upsala, sie haben ein Rücklicht und wahrscheinlich auch Vorderlicht, was kaputt ist. Okay, kann man leider nicht mehr sehen. Aber auf jeden Fall ist ein Rücklicht kaputt. Und ich bitte Sie dafür einfach mal ins in die Werkstatt zu fahren und das zu reparieren lassen. Sie kommen mit einem Bußgeld von 900 Euro davon und dann, ja, schreibe ich Ihnen das mal schnell auf. Ja, Bowser, nehme ich jetzt mal. So, bitteschön. Gute Weiterfahrt. Ach, stimmt ja, ihr Schlüssel. Bitteschön. Bitteschön. So, da war uns der Erste, der uns durch die Lappen gegangen ist, ey. Ah, so, wollen wir mal weiterfahren. Ja, wie ihr schon gesehen habt, habe ich ein neues Thumbnail erstellt mit Photoshop. Und, ja. Übrigens, alle GTA-Folgen, die jetzt, als letztes rauskamen, also vor diesem Video, ja, vor diesem Video rauskommen, die sind alles schon vor 2-3 Tagen aufgenommen worden. Also, ich nehme hier gerade 23 Uhr, 27. April auf. Und die sehen schon alle so ja, 3-4 Tage aufgenommen worden. Und das werde ich halt erst dann hochladen, wenn alles andere hochgeladen ist. Ach, da hat schon wieder jemand ein Breaking Leads, ey, es gibt's echt, ne? Bis alles andere hochgeladen ist. Und ja, wir werden auch übrigens mal als Ding spielen. Als News, als FBI, beziehungsweise ja, als FBI, als Drogenverhandler, als ja. Boah, wie heißt die Autobahn? Highway Patrol, glaube ich, so hieß sie. Und ja, schönes Innenterieur. Hier ist das Licht. Ja, das ist der Ford Crown Victoria übrigens. Das ist ein schönes Auto. Sehr schönes Auto. Und nicht wundern wegen. Oh. Lass mal dich mal kurz vorfahren, aber ohne dass die Katze da umfahr. So, du kannst gerne vorfahren. Wir werden dich gleich mal anhalten und einlochen wahrscheinlich. Oh, das war jetzt fail. Ey, mach hier keinen Stress, ey. Zeigt er gerade
Ja, das lasse ich ihn noch mal durchkommen. Und nicht wundern, warum ich so, ich sag mal, mich scheiße anhöre, ist einfach ganz einfach, dass ich krank bin. So, können Sie mir mal Ihre Schlüssel geben? Oh, das war Fail. Kannst du mir jetzt mal deine Schlüssel geben? Hallo. Okay. So. So, sie sind völlig fe vorläufig festgenommen. Ja, ich muss sie darauf belehren, dass sie nichts sagen müssen und in der Falschaussage würden sie sich Strafe machen. Beziehungsweise vor dem Richter. Und ja, alles, was sie sagen, wird auf jeden Fall gegen sie vor Gericht verwendet werden. Ja, und der Kollege ist weggerannt. Hi, kannst du den mal hier mitnehmen? Das wäre echt nett. Danke. So, mal gucken, ob dieser LKW gestohlen ist. Ich werde mal hinter mir absichern, ey, ganz ehrlich. Kann ja wohl nicht wahr sein, dass hier Leute hinter mir reinfahren. So. Okay. Gut, dann werden wir den auf jeden Fall abschleppen. Sorry, musste gerade husten. Ja, der ist schon ein Tow Truck. Ja. Ich finde das gar nicht so schlecht. Emergency Carjacking. Können wir mal machen. So, Code 3, okay. Dann lassen wir mal. Der wird das Ding ja eh jetzt abschleppen. Ich jetzt immer noch die alten Sirenen drin? Ja, wahrscheinlich ja. Ich glaube, ich habe die gar nicht eingefügt, die neuen Sirenen wahrscheinlich. Oder? Keine Ahnung. Obwohl, ich finde die eigentlich gut. Das sind zwar keine echten amerikanischen Sirenen, aber oder? Weiß ich nicht. Weil die anderen echten hören sich anders an. Ey. Ach, Mann. Ja, sorry, das ist wegen den Lags gerade, die ich gerade zur Zeit habe. Ja. So, ist schon eine Streife hinterher, zumindest höre ich das. Ja, da wollen wir mal den. Emergency ist, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, welcher Callout das war. Emergency. Jetzt fährt er noch auf die Autobahn. Boah, das kann ein langes Ding auf jeden Fall werden. Auf jeden Fall werden wir den einholen jetzt auf der Autobahn. Wenn jetzt jeder mal auf meine Sirenen hören würde. Wäre mal echt schön. Ah, so, wir haben gleich 10 Minuten schon erreicht. Das ist sehr gut. Gucken, wie es dann innen aussieht. So. Ich weiß nicht, ob wir den gleich rammen werden. Ich werde auf jeden Fall gleich mal eine Anfrage schicken. Wenn das natürlich ein großer Truck ist, dann nicht. Oh, ist ein ganz großer Truck. Oh ne, warte mal, das ist ein Krankenwagen. Warum fährt ein Krankenwagen denn nach Sandy Shores? Praktisch ist das nicht mehr mein Einsatzgebiet. Ja, genau. Ach du Idiot. Ja, das hast du jetzt leider davon. Ja, er hat hier einen Unfall gebaut.
Ach, das ist der Krankenwagen, der die Sirenen anhat. Oder doch, doch der Krankenwagen, wollte ich schon sagen. So, jetzt brauche ich auf jeden Fall. Waren da zwei drin? Nicht? Okay. Gut. Sie sind festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, ein Los Santos, ein Rettungswagen gestohlen zu haben, was sie ja auch haben. Sie müssen zu der Dings nichts mehr sagen. Alles, was sie sagen, wird vor Gericht gegen sie verwendet werden. Der will mich doch jetzt wohl. Warte mal, mein Fahrzeug ist gestohlen. Jo, wahrscheinlich. Oder? So, ich fahre jetzt mal hier hin und sperre das ab. Du auch nicht, mein Freund. Du kommst hier nicht durch. So, kommt der wohl nicht mehr rein, oder was? Ah, jetzt wird er doch. So, ich fahre den jetzt mal ein bisschen weiter vor. So, und jetzt lasse ich den abschleppen. Weil der ist ja offensichtlich gestohlen worden. Und das geht hier so nicht mehr. LOL. Ey. Ja, leck mich am Arsch. Ach, da ist er. Jo, so geht's auch. So, dann wird das hier abgeschlossen. So, dann reparieren wir uns mal. Und wir sind Code 4 und sind bereit für neue Einsätze. So. So. Oh, mein Rücken tut jetzt schon weh, ey. Nicht nur von Aufnehmen, ich habe nur mit Photoshop die ganze Zeit irgendwas rumprobiert. Und hab gehofft, dass ich so dann irgendwas kriege. Beziehungsweise irgendwas hinkriege. Aber naja, wie man ja mein Titelbild erkennen kann, habe ich aber was hingekriegt. Ja, witzig. So. Ey. Ja, der hätte nicht so einfach anhalten müssen. Vollidiot. Jetzt habe ich vorne eine Schramme. Naja. Hab nichts gesehen, Leute. So. Ich werd doch mal ein paar Folgen in der Innensicht machen. So. Ja. Meine Maus geht die ganze Zeit runter, Alter. Meine Tastleiste. Ich hab das Spiel gerade nicht im vollen Bildschirmmodus. Und ja. So. Wollen wir mal hoffen, dass der hier mir nicht flöten geht. Stolen Vehicle. Alter, was war jetzt los? Der hat eiskalt einen Ford Mustang gestohlen. Okay, den halten wir auf jeden Fall nochmal an. Attention Unit 6, Lincoln 12. We have a possible 503 in Banham Canyon. Respond code 3. Hallo, dürfte ich mal Ihre Schlüssel haben? Danke.
So, würden Sie gerne mal aussteigen? Das wäre sehr nett. Danke. So, Sie sind mal vorläufig festgenommen. So. Und hier mal bitte absperren. So. So, mal gucken, ob das gestohlen ist. Das Fahrzeug. Lol. Ich frage mich eigentlich, warum immer die Leute vor der englischen Polizei immer abhauen. Ich weiß auch nicht warum. Ja. Ist gestohlen. Okay. Kann ich so wieder freimachen irgendwie? Ja, stimmt. So, ich werde sie mal kurz freilassen. So, ich möchte mal ihre ID, bevor ich sie nochmal festnehme. So. Hank. Tank. Ach scheiße, Hank Tank. Stimmt. Hank. Tank. So. Ja, er hat eine Fahrzeug. Führerschein ist Lizenz beendet, also. Bedeutet, wir müssen sie wohl einsacken, wa? Naja, sie sind beschuldigt am Strafverfahren. Sie müssen zu der Sache nicht sagen, wenn sie selber belasten. Sie können einen Anwalt nachher hinzuziehen auf der Dienststelle und wenn sie keinen Anwalt haben, wird ihnen das Gericht einen zur Verfügung stellen. So, jetzt habe ich's. So, dann werde ich mal einen Corner Service für ihn rufen. Beziehungsweise jemanden, der ihn abholt und ich will mal kurz was trinken. So, wieder da. Ja, okay, die hat ihn schon abgeholt. Wie geil das einfach aussieht mit den Lichtern. Okay, dann holen wir für ihn hier noch einen Tow Truck. So, ich muss mir auf jeden Fall dieses Traffic Control ja, hochladen. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich das hier wirklich. Obwohl, ich werde das zwar hochladen, aber ich weiß nicht, wann genau. Okay, gut, dann. Ja. Werde ich mal hier noch eine Barriere hinsetzen. Ja, was macht das denn jetzt so? Und hier nochmal eine. Wenn der Dings jetzt mal kommt, wo ist denn der eigentlich jetzt? Ah, der ist da hinten, der kommt gerade. Gut. Ah. Dachte schon, ey, der fährt uns vorbei mal wieder. Dachte ich jetzt schon. So, dann können wir das hier wieder aufheben. So, und ich würde sagen, wir sind auch schon am Ende der Folge angelangt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir auf jeden Fall. Wenn ihr. Also, wenn ihr mich weiter unterstützen wollt, dann abonniert mich, liked, ihr könnt sogar meine Videos liken, wenn ihr irgendwas noch wollt, Fahrzeuge, Models und, dann schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare und ich werde sie vielleicht mal machen. Und, ja. Ja, ich würde sagen, haut da rein, ne? Tschüss.